Was geht ab? Wir haben Donnerstag, glaube ich, den 15.08.2024 Uhrzeit kann ich heute sogar, darf ich heute sogar mal nennen, 10:23 Uhr morgens. Und mein YouTube-Kanal Banner TV, 1050 Abonnenten sind zwei mehr geworden, ja, das hatten wir schon seit 4 Jahren, glaube ich, nicht mehr, dass es mehr werden. Es werden nur weniger, beste Leben, ja, beste. So, und Klicks haben wir auch unzählige Milliarden, ja. Das ist hier quasi ein Emergency Room. Kennt ihr die Serie mit George Clooney? Emergency Video, ja. Hab das eigentlich gar nicht geplant, das jetzt zu machen, weil ich bin ja noch hier, ich habe andere Sachen gerade zu tun, aber die Ereignisse gestern, die haben mich, ich weiß nicht, die haben etwas in mir ausgelöst, ja, etwas nicht Positives, muss ich dazu sagen, ja. Ich habe mir gestern nur so an den Kopf gefasst, wo ich, es geht um Kuliarakis, oder wie der ausgesprochen wird, ja, der ja von Athen jetzt nicht zur Eintracht kommt, so wie es eigentlich von Frankfurter Seite mehr oder weniger, ja, offen kommuniziert wurde, dass es eigentlich so gut wie sicher ist und dass er kommt, ja, der Pacho-Nachfolger. Nein, Wolfsburg ist dazwischen gegrätscht und hat ihn uns jetzt weggeschnappt. Und so wie es aussieht, die bieten mehr Geld und so wie es aussieht, geht er nach Wolfsburg. Ja. Gut, es ist kein Geheimnis, dass ich, dass Wolfsburg absolut einer meiner, ich will nicht sagen Hassgegner ist, das Hass ist zu viel, ja, aber, boah, ich mag Wolfsburg nicht, ja, so. Und, aber, hey, ich sage nicht, oh Gott, dieses blöde Wolfsburg, ja, warum haben die uns den Spieler geklaut? Nein, das ist das Fußballgeschäft, ja, das passiert einfach, ja. Wie oft hat Eintracht Frankfurt Gegner noch Spieler abgenommen und umgekehrt und andere Mannschaften, das ist gang und gäbe. Das ist nicht das, was mich stört an der ganzen Geschichte, ja. Es ist auch nicht, wie soll ich sagen, niemand hier weiß wirklich, was ist da passiert. Niemand sitzt am Verhandlungstisch, niemand kennt die Klauseln, die Verträge, die Forderungen, was auch immer, ja. Und mir ist am Ende des Tages auch egal, ob wer schuld ist. Im Sinne von, möchten die Griechen, die Athener jetzt mehr Geld auf einmal? Möchte der Spieler mehr Geld? Hat sich da was geändert? Haben die sich fehlverhalten? Hat sich Frankfurt falsch verhalten? Beziehungsweise hat Frankfurt nicht schlau gehandelt? Weil ich weiß nicht. Also an dem Spieler ist man ja seit Monaten dran. Und dann hieß es immer, der will noch irgendwelche Vorbereitungsspiele machen, Qualifikationsspiele machen, noch kurz abwarten und hin und her so. Dann weiß ich nicht. Wenn man den Spieler haben möchte, man in Verhandlungen quasi schon steckt und die ja mehr oder weniger abgeschlossen hat, dass man dann einfach sagt, okay, das gibt es ja auch, dann sagt man, okay, wir verpflichten ihn, er unterschreibt den Vertrag und dann geben wir euch halt ihn, leihen wir ihn euch quasi oder stellen wir ihn euch zur Verfügung für die und die Spiele, die es noch gibt jetzt, bevor unsere Saison richtig startet. Was weiß ich. Hätte man ja einfach fixieren können, der macht seine Spiele da, egal wie das da ausgeht, hin und her, und dann nimmt man die mit nach Frankfurt. Ja? Zu viel Kulanz, zu viel, ich weiß nicht, dass das der Spieler ist. Der Spieler, wo man wirklich bereit ist, in Ärsche zu kriechen, um sprich irgendwo irgendwelche sinnlosen Kompromisse einzugehen, dass man sagt, okay, also wir vereinbaren jetzt, er kommt zu der Eintracht und aber ihr dürft mit ihm noch machen, was ihr wollt. Wir leihen euch noch 22.000 Spieler aus. Hauptsache, irgendwann kommt er zur Eintracht und dann, wenn das alles erledigt ist, dann unterschreiben wir den Vertrag. Ja, ein bisschen blauäugig meiner Meinung nach, weil klar, Wunschspieler ist Wunschspieler, aber am Ende des Tages, ey, das ist Business. Hier geht's ums Geld und es ist einfach, mit sowas muss man planen, mit sowas muss man rechnen. Dass, wenn der Verein die Champions League Quali schafft, wird der Spieler wohl nicht kommen. Das ist klar, weil die werden dann sagen, ja, dann will er da bleiben, dann behalten wir ihn oder kriegen wir mehr für ihn. Oder er verletzt sich. Und es ist dein einziger Spieler, den du dir ausgesucht hast, den du haben möchtest. Ja, was ist dann? Oder es ist doch immer klar, dass dann andere, solange nichts unterschrieben ist, kann immer was passieren, ja? Und, ist jetzt so gekommen, ja? Was soll ich dir sagen, ja? Dann ist er jetzt, dann wechselt er halt jetzt zu Wolfsburg und Eintracht kriegt ihn nicht. Und ich sag dir, euch, jedem, es ist für mich kein Problem. Es ist ein 20-jähriger Grieche, der bis jetzt nur in Griechenland gespielt hat. Also,
Er kann ein Supertalent sein. Was ich sagen will, ist einfach, er hat noch keine krasse Karriere vorgewiesen. Er hat in Griechenland sehr gut gespielt. Also in seiner Mannschaft, das ist ja ein Grund, warum viele ihn haben wollen. Supertalent, klar. Aber es ist ein Deal, den man eingeht mit einer Spekulation auf die Zukunft. Das ist mal ein, er ist jetzt ein Talent und man spekuliert auf die Zukunft, dass er in einigen Jahren ein Top-Fußballer wird. Ja. Mehr ist es nicht, ja. Und ich bin nicht traurig deswegen, weil, ey, wir reden hier von einem Menschen, von einem Planeten, der was, 8 Milliarden Menschen hat. Ja? Von denen sind vielleicht, weiß ich nicht, wie viele Fußballer, aber einige mehr, ja. Und es kann ja nicht sein, dass es, also ich finde es einfach nur, was mich stört, ist der Zeitpunkt, Mann. Wir haben in weniger als einer Woche das erste Pflichtspiel in der Saison. Finde sowieso die Verfassung der Mannschaft ist jetzt katastrophal. Auch wie gesagt, ich habe nur die Testspiele gesehen. Ja, ihr müsst mir nicht ankommen damit. Ich habe genug Fußball in meinem Leben gesehen und Eintracht Frankfurt verfolgt über viele, viele Jahre jetzt schon, dass ich das einordnen kann, wenn ich sehe, wie die Verfassung einer Mannschaft ist. Ja, und sie ist katastrophal. Und dann haben wir jetzt am 15.8., während wir jetzt ein paar Tage das erste Pflichtspiel haben, zwar nur ein DFB-Pokalspiel, aber gegen eine Mannschaft, was ist Braunschweig? Zweite, dritte Liga, weiß ich gar nicht, aber die in die Zehenspitzen motiviert sein wird, bis in den Tod gegen Eintracht Frankfurt irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Und das reicht schon. Das reicht so oft, wenn deine Mannschaft in der Scheißverfassung ist und nicht motiviert ist, so wie der Gegner, dann reicht es schon, um zu verlieren. Und dann hast du den Salat. Dann fliegst du erst in die Pokalrunde raus mit der Hypothek, die unser Trainer sowieso in die neue Saison bringt, ja. Und startest dann die Saison gegen Dortmund und hast in den ersten paar Spielen harte Gegner vor dir. Das ist die Zutaten für einen Horrorfilm für Eintracht Frankfurt, ja. Das ist fürchterlich, ja. Und dann ärgert mich jetzt der Zeitpunkt. Wirklich, dass es so kurzfristig der Absprung ist, beziehungsweise, dass wir einen Pacho abgeben und die Wunschlösung nicht fixieren konnten. Das ärgert mich, ja. Mir ist klar, dass man Gewinne erzielen muss, um wieder einzukaufen. Aber korrigiert mich oder verbessert mich so, ich weiß es nicht. Aber als Verantwortlicher in dieser Situation muss man schon so handeln, dass man einen Vertrag, dass man einen Spieler fest hat. Ja, da muss man mehr haben als, ich weiß nicht wie, was, ich weiß nicht, was der Deal war, ja, aber ich muss einen Spieler fest haben. Ja, bevor ich einen Leistungsträger abgebe, den ich eigentlich brauche, viel Geld, schön und gut, so ja, aber dann kann es nicht sein, dass mir der Ersatz für ihn, der eigentlich schon eingeplant ist bei uns, dann abspringt, wir den Leistungsträger abgegeben haben und den Ersatz nicht haben. Ja, sowas darf nicht passieren, ja, und mir ist klar, man kann nicht auf Risiko dem nach Athen was 10 Millionen überweisen und so weiter und dann verkaufen wir Pacho doch nicht, ja. Das ist dann auch ein Risiko und das kann man so nicht machen, aber es muss einen anderen Weg geben. Es kann nicht sein, dass da uns einfach dann nochmal weggenommen wird und wir jetzt keinen haben. Und wir uns jetzt und tatsächlich, und dann werden irgendwelche Namen in der Medien genannt, in den Medien genannt, die jetzt die Lücke da schließen sollen, wo ich mir denke, ey, ich will nichts zu denen sagen, weil ich mich nicht mit Augsburg und was Bochum oder was die ganzen da herkommen beschäftige. Ja, ich kann wirklich viel zu wenig dazu sagen, so. Aber es ist natürlich nicht, wie gesagt, wir haben ein Talent verloren, das mal in der Zukunft vielleicht gut gewesen wäre und werden wird und man vielleicht irgendwie Kapital herausschlagen kann, schön und gut. Das ist kein Weltuntergang, aber da muss doch irgendwie ein Plan B und C und D existieren, die adäquat sind, die gleichwertig sind. Ja, das kann ja nicht sein, dass man sich da mehr oder weniger eine Etage tiefer bedient. Ja, weil Eintracht Frankfurt hat einen Leistungsträger verloren, der eigentlich, ja, mit Koch, also, das war unser bester Verteidiger mit Koch, ja, zusammen, und der ist weg. Und jetzt haben wir keinen adäquaten Nachfolger. Und was bringt es mir jetzt, irgendwelche Verteidiger auf Teufel komm raus zu holen aus der Bundesliga? Ich meine, es gibt immer wieder irgendwo Perlen, die man irgendwo, die in dem Umfeld nicht so funktionieren und hin und her. Aber und wenn die kommen und wenn es jetzt ein Udokai wird oder ein Bernardo oder wie die alle heißen und die bei uns einschlagen, geil, super, ich freue mich.
Aber das wirkt so wie Scheiße, es hat einfach nicht funktioniert und jetzt muss ich schnell irgendwas machen, um irgendwas zu machen. Ja, und das ist der falsche Weg. Ja, und das ist die Realität. Na klar, muss man was machen, es muss ein Verteidiger her, das steht außer Frage, ja. Nur, was mich ärgert, ist, Mann, das hätte man doch alles irgendwie nicht, das hätte man regeln können. Zu Beginn der Pause, ja, und nicht in der Woche vor Spielbeginn, ja. Das Pacho und Marmusch, unser Tafelsilber, das wohl veräußert werden könnte, ja, das am realistischsten scheint. Das hat man auch selbst gesagt von Eintracht Frankfurt, ja. Nun ist es Pacho geworden und der Zeitpunkt ist natürlich nur, wirklich nur in Ordnung, wenn der Ersatz da ist, ja, safe ist, dann kannst du sagen, gut, Pacho, alles Gute, 40 Millionen nehmen wir mit und haben den neuen Spieler schon hier, er hat noch ein paar Tage Zeit, hier den da in die Mannschaft zu integrieren, ja. Nein, ist nicht passiert. Wenn, ich sage euch jetzt eine Sache, wenn wirklich jetzt noch Marmusch auf den letzten Drücker auch noch verkauft wird, ohne, und diesmal sage ich es wirklich davor schon einen Spieler zu haben, weil danach, ich habe gestern, als das alles passiert ist, Mann, ich war arbeiten und habe einfach so auch, ich dachte mir, Mann, ich war schon krass abgefuckt und dann habe ich mich einfach eingelesen in die ganzen Eintracht-Foren, weil ich einfach nur sehen wollte, ob ich alleine mit der Meinung, ob ich meinen Verstand verloren habe, ob ich alleine mit der Meinung dastehe oder nicht. Habe mich da überall eingelesen, in Transfermarkt und sonstige Sachen und dabei habe ich wirklich, wurden mir auch teilweise Sachen die Augen geöffnet und auch wieder Tatsachen vor Augen geführt, wo ich mir dachte, boah, das habe ich gar nicht so wirklich mehr auf dem Schirm, ja. Ey, wir haben, wann war das? War das Silver abgegeben und dafür einen Lammers geholt, ja. Wir haben Kostic abgegeben und dann, was war das? Na, wie hieß der? Den Italiener da geholt, der jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei war, ja. Dann haben wir, was war das? Kolomoani abgegeben, haben gar keinen geholt. Ja, haben, ach, ihr versteht schon, was ich meine. So, es wurde nicht immer optimal, sagen wir es mal so, auf Abgänge von Leistungsträgern reagiert. Ja, und dann, jetzt stehen wir da mit einem Abwehrproblem. Ja, also ich lasse mich gerne überraschen. Ja, ich bin gespannt, ich will nicht einen Weltuntergang ausrufen und so weiter, nur es wirkt halt alles sehr scheiße. Einfach nur scheiße. Und dann, bevor ich jetzt diese, ich habe hier im Hintergrund mein Laptop an und habe Transfermarkt die Transfergerüchte, also die aktuellen Transfers von Eintracht Frankfurt aufgerufen, ja. Und ich habe mir das gerade so durchgelesen. Das letzte Video, was ich ja gemacht habe, war ja die Kaderanalyse. Und ich habe mir den Kader so angeguckt und denke mir eigentlich, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, ja, und bin auch guter Dinge soweit sofort. Nur, so langsam denke ich mir, ich habe jetzt darüber nachgedacht, und da ist mir eine Sache aufgefallen, so, und zwar, wir haben einen Trainer, der letzte Saison, ja, neu in der Bundesliga war, die Saison als Sechster abgeschlossen hat, die Umstände wissen wir alle, Fußball war grauenhaft. Ausreden war, neuer Trainer, Umbruch, neues Team, blibla, wissen wir alles. Okay, jetzt ist die zweite Saison, er müsste eigentlich liefern, ja. Ich habe meine Zweifel, dass der Trainer besser wird, dass der Trainer anders wird, dass der Trainer mehr zeigen kann, als was er gezeigt hat, ja. Man hat ihm einen erfahrenen Co-Trainer zur Seite gestellt, noch ein paar Leute hin und her, schön und gut, kann funktionieren. Ich lasse mich gerne überraschen, aber weiß ich nicht, ja, so. Dann habe ich mir gerade die Neuzugänge angeguckt und ich lasse jetzt mal die ganzen Jugendspieler weg und die ganzen Laien und hin und her so. Letzte Saison, Rückrunde. Die Hinrunde ging ja mehr oder weniger noch, ja. Rückrunde. Abwehr, eine Katastrophe. Ja. Die Taktik hinten die Bälle rauszuspielen, fürchterlich, übertrappt. Ein Aufbauspiel funktioniert nicht. Das ist nicht seine Stärke, das Spiel aufzubauen, ja. Gefahrensituationen zu lösen, indem man sich hinten den Ball hin und her spielt, um irgendwie im Ballbesitz zu bleiben, um nach vorne zu kommen, ist nicht die Stärke von Eintracht Frankfurt, beziehungsweise kann man irgendwann mal machen, aber irgendwann muss man dem Spieler auch sagen, dass man es ihm selbst, dass
wenn es zu brenzlig ist, der den Ball rausdonnern soll. Das siehst du nicht bei der Eintracht Frankfurt. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Es wird immer versucht, spielerisch Situationen zu lösen. Dadurch verlieren wir Bälle, dadurch kriegen wir Gegentore und verlieren Spiele. Das war die Realität. Und auch das habe ich auch schon diese Saison ein bisschen so weit gesehen. Ja, so. Abwehr, Problemzone. Es ist so, ja. Unsere Innenverteidigung war stark. Sobald wir irgendwie auf die Idee gekommen sind, mit einer Viererkette zu spielen, was unser Trainer ja will, das war nicht unsere Stärke. Wir haben keinen guten Linksverteidiger, wir haben keinen wirklich guten Rechtsverteidiger. Die Innenverteidigung ist stark genug, sage ich mal. Aber das war eine Katastrophe. Gut, jetzt haben wir mit Braun und Christensen neue Spieler auf den Außen hinten. Bleibt abzuwarten, kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Aber die Innenverteidigung hat jetzt auch ein Problem. Koch ist da, Tuta ist. Ja, hat mal gute Zeiten, hat mal schlechte Zeiten, wie diese Serie da auf RTL, ja. Und, weiß nicht. Also, würde gerne mir etwas Stärkeres wünschen in der Innenverteidigung. Amanda hat jetzt viele, Amanda oder Amanda oder Amanda, wie heißt der? Ich nenne es jetzt Amanda, ja. Amanda hat, den einen oder anderen Fehler gemacht, ja. Das ist mir vollkommen egal. Ja, kommt aus einer Verletzung, der ist Schweizer Nationalspieler. Ja, oder im erweiterten Kreis Schweizer. Nee, der wäre ja bei der EM gewesen, glaube ich, hätte er sich verletzt und so weiter. Da müssen wir bei Eintracht Frankfurt jetzt mal bitte nicht übertreiben, sodass wir sagen, dass ein Schweizer Nationalverteidiger zu schlecht ist für die Eintracht. Das gibt's nicht, ja. Der hat sicherlich seine Stärken, der war einer der besten Verteidiger in der Schweiz und ich bin froh, dass er da ist und ich bin sicher, er wird noch wirklich sehr viel rausholen können bei der Eintracht. Aber kommt aus einer Verletzung, hat einen schweren Starttiger, paar Fehler, Selbstbewusstsein ist im Arsch. Der braucht Zeit, um zu funktionieren, ist auch erst 20 Jahre alt. Ja, so. Dennoch brauchen wir einen starken Innenverteidiger noch, ja, ein Ersatz für Pacho. Und ist ja auch Linksfuß gewünscht, ist ja linker Verteidiger, glaube ich. Und ja, das muss jetzt einfach kommen und das sehe ich nicht, ist nicht im Kader. Schwierig, schwierig. Dann fast noch ein größeres Problem von Eintracht Frankfurt. War erstens die Leidenschaft. Die Auftritte waren über weite Strecken der Saison blutleer. Beamtenfußball, einfach Anwesenheit zeigen. Und sobald die Uhr läutet oder die Pfeife vom Schiedsrichter ertönt, Feierabend machen. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Einsatz, klar, gab es einige Spiele, wo wir noch irgendwie was gedreht haben mit Glück und so weiter. Das ist natürlich toll, aber so wirklich über weite Strecken denkst du dir so. Du hast kein Feuer, keine Leidenschaft, kein Siegeswille. Das hat mich gestört. Ja, das lag auch einfach daran, dass Hasebe und Rode, so Spieler, die einfach mal pushen und einfach mal wirklich eine Mannschaft leiten und führen können, häufig nicht gespielt haben und wir andere Leader nicht auf dem Platz haben. Und so wurde gesagt, wir brauchen einen Leader, wir brauchen einen erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler. Das wurde doch von Eintracht Frankfurt selbst ausgegeben. Das war so der Königstransfer, ja. Und mit Königstransfer, man muss nicht teuer sein, aber es muss einfach jemand sein mit Erfahrung, mit Leaderqualitäten, einer gewissen Qualität, der uns weiterbringt, ja. Groß sollte es sein, Dortmund hat den uns weggeschnappt, selbe Prinzip wie bei Wolfsburg. Es wurde nicht dingfest gemacht und einen Ersatz sehe ich nicht, ja. Dann wird spekuliert und gespielt, dass Tuta das machen soll. Nein, Tuta soll es nicht machen. Tuta ist für mich schon mittlerweile, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, nicht meine erste Wahl in der Verteidigung. Dann ist er bestimmt nicht meine allererste Wahl im defensiven Mittelfeld. Ja? Das ist einfach eine Sache von, ich weiß nicht, aber das ist ein Versäumnis der Verantwortlichen. Anders kann ich es nicht sagen. Und jetzt haben wir keinen. Den Spieler, den wir brauchen, der ist nicht da. Wird einfach so, brauchen wir nicht mehr. Ja? Doch, brauchen wir. Denn im zentralen Mittelfeld sehe ich eine eklatante Lücke, solange Skiri in seinem Formtief steckt und Larsson ja irgendwie jetzt nicht gespielt hat, die letzten Spiele, aber wir brauchen eine Verstärkung. Und ich habe nur noch 3 Minuten, sehe ich gerade. Scheiße. Aber das größte Problem ist, dann Speicherplatz ist dann leer vom Handy. Und das größte Problem ist der Angriff. Mann, ich meine, wer offensiv so schlecht, so schwach. Keine Ideen, keine Taktik, keine Vorgaben, kein gar nichts. Tore, mehr oder weniger Zufallsprodukte oder der Genialität einzelner Spieler wie Kittikat geschuldet, ja. Und wenn ich mir jetzt angucke, was vorne passiert ist, unsere Neuzugänge, Kittikat, der war ja schon letzte Saison da, ja. Was er gezeigt hat, ist toll. Dann haben wir aber mit Uzun und Listig 2 Spieler geholt, die aus der zweiten Liga kamen und aus Ungarn, die 18 oder 19 Jahre alt sind. Du kannst nicht in eine Saison gehen und sagen, das sind unsere Spieler, die machen jetzt unser Spiel im offensiven Bereich besser. Nein.
Eintracht Frankfurt hat eine sehr gute Mannschaft zur Verfügung letzte Saison. Der Trainer hat es nicht geschafft, damit irgendwas zu erreichen vorne. Eine Idee, eine Philosophie, ein Mittel zu kreieren, um dauerhaft zu Toren zu kommen. Hat er nicht geschafft mit dem vorhandenen Spielermaterial, ja. Nun muss man doch irgendwas machen. Entweder wechselst du den Trainer oder du gibst ihm neue Möglichkeiten. Er hat jetzt Spieler bekommen, wo ich nicht denke, dass die viel, viel Einfluss haben werden auf die Saison, weil die so sporadisch mal gebracht werden, um die einzugewöhnen an die Liga. Mit Matanovic kommt ein Spieler zurück, auch in der zweiten Liga überperformt, genauso wie Usun übrigens, aber der mit seiner Körperlichkeit und so weiter prädestiniert ist, um nach vorne drinnen zu stehen. Ja, kann funktionieren, aber ein Stürmer alleine, das ist doch auch noch ein Strafraumstürmer, der im 16er rumsteht, ja, er ist nutzlos, auch egal wie gut er ist, das kann Ibrahimovic sein, ja. Wenn der keine Zuspiele kriegt, wenn die Mannschaft um ihn herum, wenn die Taktik nicht stimmt, wenn die Abläufe nicht stimmen, die Laufwege, die Flanken, was willst du? Willst du über Flanken kommen? Willst du über Kurzpassspiel kommen? Willst du über die Mitte kommen? Willst du über Konter kommen? Mann, das ist doch nicht erkenntlich bei Eintracht Frankfurt im Ballbesitzfußball, ja? Früher Angriffsfußball, Pressing, wussten wir, was passiert, was Sache ist bei Eintracht Frankfurt. Mittlerweile, was heißt Ballbesitzfußball? Wie willst du zu Toren kommen? Weil man will unbedingt Ballbesitzfußball spielen in Frankfurt, aber die Spieler auf dem Feld sind damit nicht glücklich. So hat man das Gefühl, ja. So. Und ich gucke mir das an und denke mir so, man, fuck. So wirklich verstärkt wurde der Kader nicht, um Probleme zu lösen, die ich letzte Saison brutal, die mich krass gestört haben. Und es sind viele Lösungen, also junge Talente reingeworfen werden, die sind geil für die Zukunft, um Kapital zu machen und zu steigern und die mal teuer zu verkaufen. Aber eine Jetzt-Lösung, Jetzt-Hilfen, die jetzt helfen, sehe ich darin nicht. Und das ist tragisch, das ist schlimm und da muss irgendwas passieren. Soweit ich auch Krösche feier für seine Transfers, die uns sehr viel Geld reinbringen, so denke ich mir, ich gucke mir die Mannschaft jetzt an und denke mir, Mann, der Kader braucht unbedingt noch Verstärkung. Ja? Verteidigung, zentrales Mittelfeld und vorne, oh, müssen wir einfach hoffen, dass es funktioniert. Ich habe noch 9 Sekunden, ich muss jetzt einfach aufhören, ja? Sonst hört das Handy von alleine auf. Schreibt mal eure Meinung und lasst uns darüber diskutieren. Yo, ciao.